So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Wir waren dabei, ein paar Ringe für unsere Expedition herzustellen. Und das würde ich auch gleich mal machen. Wir machen mal 4 Stück. Den Rest, Scrap Metal und Holz, würde ich mal wieder in den Container packen, wenn wir... Oh ne, wir haben alles voll. Gut. Reflexe aus der Zukunft. Oh, wir müssen ein bisschen was trinken, sehe ich gerade, und was essen. Können wir mal eben machen. Wollen wir zu trinken herstellen, zu essen. So, warte. Essen. Machen wir erstmal ein paar Steaks. Das Holz wird natürlich, das wirkt sich natürlich jetzt nicht auf die Küche aus, ne? Was wir gemacht haben am letzten Mal. Dass das weniger verbraucht. Das wirkt sich nur auf, die Barrenherstellung aus und so, ne? So, Ringe haben wir. 20 Stück. Das dürfte ja reichen eigentlich. Dann warten wir nochmal eben ab. Dann würde ich nochmal eben schnell essen und trinken. Und dann gucken wir mal, was bei den Glühwürmchen da hinten für ein Puzzle auf uns wartet. Das klingt ja faszinierend und spannend. So. Tatsching. Und dann würde ich jetzt nochmal trinken herstellen. So, 2 Becherchen. Und dann haue ich mir mal eben schnell ein Steak. 3 Steaks in die Kiemen und dann bin ich satt. Ich muss 3 Steaks essen, um satt zu sein. Das ist halt auch so großartig. So. Nein, diesmal nichts. Ne, Fridolin? So, trinken auch nochmal. Zack. Und den anderen trinken packen wir mal, oder? Oder trinke ich noch eben? Ja, komm. Dann sind wir einmal richtig gesättigt und voll. Nö. Sehr schön. So, dann haue ich mir das mal in den Balk. 81 HP haben wir noch. Ah ja, wir können mal Dings herstellen, ne? Warte mal eben. Fällt mir gerade auf. Wir müssen, ja, einen Barren brauchen wir. Denn, unsere Rüstung ist natürlich durch den Dings kaputt gegangen. Durch den Giftgasanschlag von dem Bobblefisch. Aber wir haben nur einen, ne? Wir brauchen noch einen. Machen wir direkt 2. So, dann stellen wir hier nämlich direkt erstmal einen her und dann gleich nochmal den anderen. Schutzschild. Weil wir werden ja, glaube ich, auch bei der Schießerei wieder was brauchen. Deswegen, würde ich direkt 2 herstellen. So. Und noch einen. Und den Rest, der kommt jetzt wieder weg. Genau. So, einmal hier rein. Das können wir einmal usen. So, zack. Wieder die Schutzschild auf der Brust. Und das nehmen wir mit. Und das stecken wir erstmal in die Kiste. Am besten... Haben wir hier noch Platz? Nein, da war auch hier noch ein Barren drin, ne? Können wir nicht vergessen. Pass auf, dann packe ich das mal hier rein. Das Schutzschild. Und den Barren, den würde ich jetzt einfach mal mitnehmen... drauf geschissen. So, wir haben letztes Mal herausgefunden, wir dürfen nicht so viele Ringe benutzen. Also wir schaffen das auch einfach so. Mal trotzdem die Waffe schon mal in die Hand nehmen. So, weil wir können da uns auch festangeln, an diesem Flatschen. So, deswegen würde ich das mal tun. Der Ring, den hätten wir uns, glaube ich, sparen können. Können wir den auch wieder aufnehmen? So. Weiß nicht, ob man die Ringe auch wieder aufnehmen kann. So. Ja, Musik wird schon wieder dramatischer. Willkommen im Hexenwald von Oz. So. So. Ja, erstmal hier hin und dann dahin. Also man kann auf den Inseln nicht laufen, man muss trotzdem mit seinem Seil arbeiten. Mit dem Seil, du verstehst. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht, aber da sieht es jetzt nicht so interessant aus. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich dachte erst, das wäre so ein Fisch. Hier ist es auch nichts so Besonderes, ne? Da scheint auf jeden Fall auch noch irgendwas Gefährliches zu sein. Rot und Blau. Da sollen wir auf jeden Fall nochmal gucken, aber ich würde gerne einmal nochmal hier gucken. Wenn wir schon einmal hier sind.
Weil da sind auch so Symbole, die wir ja auch schon gefunden hatten. Da ist noch so eine komische Kugel. Was auch immer die macht. Was? Was bist du denn? Ah! Interagieren. Was? Er hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Ist wie so ein Ritual hier, glaube ich, habe ich das Gefühl. Also die Kugel können wir nicht anfassen. Ist mega spannend, ne? Muss ich sagen. Sehr, sehr... Irgendwo ist hier noch ein Fisch. Da sitzt er, ich sehe ihn. Da müssen wir aber Gott sei Dank nicht hin. Wir lassen den mal in Ruhe. So, das heißt, wir können jetzt erstmal die andere Insel erkunden, aber so zu irgendwie ressourcenabbaumäßig ist ja auch nichts, ne? Ich dachte jetzt vielleicht, dass wir hier was abbauen. So. So, warte. Ja, gehen wir mal hier hin. Dann brauchen wir jetzt, glaube ich, doch einen Ring, oder? Das ist ein Stein. Ich glaube, wir brauchen einen Ring. Ich bin überlegen, ob wir den dahin zimmern. Das sieht gut aus. Da kommen wir rein. Was ist das hier alles? Haben die hier gewohnt? Sind die hier mal alle... War hier mal Leben? Warum habe ich nur das ungüte Gefühl, dass wir hier noch ganz viel Spaß haben werden, was Gegner angeht, in diesem Spiel. Okay, Ring, ne? Machen wir erstmal hier. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Sparsam also mit umgehen. Okay, da leuchtet irgend so ein... Wie soll ich das nennen? Wie ein Gesicht, so ein Monolith. Da sind aber mehrere. Da scheint ein Laser zu sein. Hier vorne war ja auch noch so ein blauer Laser, ne? Voll Laser, wie du abgießt. Ich hoffe, der tut uns nichts. Ich höre was. Na, nimm die Waffe. Nimm die Waffe! Was ist das? Rotate? Was? Okay, ich exit. Okay, wir müssen das... Oh Gott. Bitte, was? Wo ist der Fisch? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der sitzt da, ne? Oh, Alter, direkt wieder erwischt. Puh. Der ist aber schon hardcore, ne? Der Fisch. Der ist schon echt schwer zu treffen. Ich habe noch einen gehört. Der muss hier irgendwo rechts liegen. Okay, also müssen wir irgendwie dieses Rätsel lösen. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, I know. Okay. Cool. Kann ich da reinfliegen? Ja. Hä, wie geil ist das denn? Ich mag sowas. Ich feier solche Rätsel voll. So. Der muss aber auch noch irgendwie hier was kriegen. Müssen wir jetzt erstmal gucken. Oh nein, ich höre ihn schon. Sitzt er da?
Ja, da sitzt er, ich sehe ihn. Boah, Alter, der hat schon wieder erwischt. Gibt's doch nicht. Dieser Hund. Okay, rot haben wir auch noch. Oder müssen wir das irgendwie zu der Kugel auch kriegen, das blaue? Da bin ich aber sehr gespannt. Das wird jetzt noch sehr, sehr interessant. Solve the puzzle. So, weil die Kugel dreht sich ja hier anscheinend nicht. Die andere hat sich gedreht. Okay, die stehen fest. Die kann ich nicht bewegen. Den kann ich noch bewegen hier. Wo auch immer ich den hindrehen muss, müssen wir mal gucken. Der könnte da entziehen, glaube ich. Den kann ich hier noch drehen. Den kann ich noch drehen. Nach oben geht's nicht. Okay, das scheint richtig zu sein, glaube ich zumindest. Der ist auch noch nicht richtig, ne, oder? Den können wir auch noch rotaten. Okay, das ist spannend. Ich liebe Rätsel. Ich bin ein großer Fan von Rätseln. Muss ich ganz ehrlich gestehen, mag ich echt wirklich. Ich habe zum Beispiel Talos Principle und so sehr, sehr gern gespielt. Ist auch so ein tolles Spiel. Tolles Rätselspiel. Feier sowas. So, dann lass mal gucken. Wie können wir denn die roten noch drehen? Ach, den können wir... Achso, den können wir in alle Richtungen. Okay, krass. Vielleicht so. Wäre das am einleuchtendsten? Ich weiß es nicht. Okay, der würde dahin. Okay, dahin. Ja, verstehe. Aber den kriegen wir unten nicht gedreht, ne? Nein, den drehen wir nur oben. Okay. Heißt also, der ist, glaube ich, nicht richtig. Die Frage ist, wo kriegen wir den denn hin? Dahin vielleicht? Oder doch dahin? Ich weiß halt nicht, ob die alle blau leuchten müssen, ob die alle rot leuchten müssen. Okay, ich mag so Lichträtsel. So, warte mal, lass mal den, könnte ich den noch drehen hier einmal? Okay, das ist aber die eine, bei dem ist die einzige Möglichkeit wirklich da. So, lass mal gucken, den hier kann ich nicht drehen. Den kann ich drehen von da aus. Er verteilt zwei. Okay. Der ist noch irgendwie unberührt. Warte mal. Ich probiere den nochmal anzupassen hier. Ja gut, so macht der keinen Sinn. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also der muss, glaube ich, der ist schon richtig so. Ich glaube, der sitzt schon richtig so. So, bei dem bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher. Der muss ja auch erstmal irgendwie einen Strahl kriegen. Ein Strahl. So, der hier passt nur dahin, ne? Hatten wir gesagt. Der da oben ist fest. Der ist auch fest. So, was ist mit Rot? Den können wir irgendwie in alle Richtungen... Entschuldigung, alle Richtungen neigen. Auch vor allen Dingen nach oben, nach unten.
Übersehe. Ah, warte mal. Übersehe ich hier irgendwas? Aha. Da ist doch was. Huch. Ja, macht Sinn. Warum es jetzt blitzformförmig ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Soll, glaube ich, so. So, warte. Den können wir jetzt auch drehen. Frage ist nur, wohin? Da und da. Ja, das... Warte. Ist noch nicht ganz. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt müssen wir den noch irgendwie... Ich glaube, wir sind noch im richtigen Weg. Das... oder? Nee. Den da kriegen wir nicht da... nee. Aber dann haben wir ja wieder alles rot, oder? Das ist ja irgendwie auch nicht richtig, oder? Ist das denn... ist das so korrekt? Was brauchen wir denn davon? Also wir müssen vier Sachen anmachen, ne? So, der geht ja nur... da geht der ja nicht hin, da unten. Der geht höchstens noch hier hin. Was dann irgendwie auch sehr merkwürdig ist. Was soll das? So, ist das richtig? Nee, geht ja nicht. Ist ja vollkommener Blödsinn. Die da unten sind auch noch irgendwie sehr merkwürdig, dass die da unten irgendwie noch nichts bekommen. Lass mal gucken. Ich würde gleich nochmal einmal... okay, das geht nicht. Das Einzige wäre halt so, aber das ist irgendwie alles merkwürdig. Oder können wir den auch anders positionieren? Sag mal. Wie bin ich denn da dran gekommen an dem? So, rotate. Ah, jetzt. Hat der vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie anders zu... da. Ah, ganz raffiniert. Ich glaube, so ist richtig. Ja, das macht Sinn. Ja, aber gelb, rot, blau, ist das richtig? Der ist auf jeden Fall noch falsch am Stehen hier. Warte. Der steht auf jeden Fall noch falsch hier. So. Ja, das sieht richtig aus. Jetzt haben wir wieder blau. Ist das korrekt? Strange Chest haben wir bekommen. Reach the Depot. Tutorial Chest. Chest are... welche Rewards you need to bring them on the... ah, ach krass. Train Depot. The special stands and evolving rewards in the story in them. Usually the standard location near the... ach krass. Ach, das ist ja cool. Da sind also Items drin.
Das ist ja nice. Die sollten wir also gut behalten. Diese Kiste sollten wir auf jeden Fall ein gutes Auge drauf werfen. Denn, da sind die Items drin. Die mehr als wir wahrscheinlich eigentlich... Hab ich... Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ah, die ist im Backpack, ne, oder? Kann ich hier reingucken, was hier drin ist? Ist die Kiste im Backpack? Ich hoffe. Hey, warte mal, wie bin ich denn da hingekommen? Da? Achso, und da und dann da, ne? Ja, cool, haben wir das erkundet. Alter, geil. Hä, wie cool ist das denn bitte? So Rätsel gibt's hier. Das ist ja mega. Wie geil war das denn? Aber können wir bei dem anderen... Da war ja noch eine andere Kugel, ne? Aber wir kriegen das Licht, glaube ich, nicht rüber. Reach the next Depot. Okay. Vielleicht finden wir solche Teile ja auch nochmal woanders, damit wir da nochmal hinreisen können. Sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Doch, sollten wir definitiv im Auge behalten. So, kommen wir da hin? Ja, es reicht. Juhu! So, jetzt aber. Schwupps. Da unten ist noch Holz. Moment. So, Holz. Nehme ich mit. Sehr schön. Kann ich die Kiste irgendwie droppen? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend habe ich die, glaube ich, einfach im Inventar. Ach da, Hold X, okay. Da unten links sieht man sie. Man hat sie im Inventar. Ja, nichtsdestotrotz. Geil. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wir sollten auf jeden Fall auch ein wenig wieder einlagern erstmal. Die Scrap Metal, die zwei, die ich noch habe, die würde ich auch nochmal schnell wegpacken. Holz. Boah, ich hoffe so sehr, dass wir demnächst große Kisten kriegen. Das wäre so ein Traum. Also große Kisten wäre schon echt edel. Oh, 8 Scrap Metal und 2 Wut hat er gesammelt. Alter Schwede. 14 Scrap Metal. Ernsthaft? Wir haben bald alles wieder voll mit Scrap Metal. Wir sollten auf jeden Fall ausbauen hier demnächst unsere, warte mal. Schrauben brauchen wir dafür, ne? Wir brauchen Schrauben, das heißt, wir brauchen auch Barren. Und wir brauchen einen Barren, ne? Stellen wir eben einen her. Dann würde ich hier vielleicht in der Mitte schon mal einen platzieren von dem Teil. So. Warte. Geht das dazwischen? Ja, das geht. Muss nur rotieren. Ne, rotieren brauche ich nicht. Da, irgendwo geht's doch da. Da. Dann haben wir da auf der Seite auch schon mal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier einmal den Hammer wieder auswähle. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer in the morning. Der Hammer in the evening. Wood. Wood. Ja. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Denn dann können wir nämlich quasi die jetzt weiter anbauen und die dann quasi da auch einlagern. Das ist auf jeden Fall sehr optimiert dann auf jeden Fall schon mal das Ganze. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kisten, aber auch Regale.